Einen ganz wundervoll guten Morgen, liebe Fahrspaßfreunde, zu einem mal wieder Special. Und zwar stehe ich heute am Ofenberg in Nürnberg. Ihr seht hinter mir, da ist ordentlich was geboten. Da hinten ist auch Musik. Hier ist Sommerfest. Der Grund ist ein einfacher. Viele haben mich gefragt, was ist eigentlich aus Opas Daimler geworden? Ihr erinnert euch, vor 4 Jahren habe ich Opas Daimler in die Garage gestellt, abgemeldet, eingemottet. Ja, W124 Kombi Opas Daimler steht hinter mir, der wird eingemottet und deswegen eine kleine Folge, Spezialfolge dazu. Weil Oma, Opa verstorben leider und zum Verkauf ist einfach zu schade. Und ich habe euch versprochen, dass ich euch mitnehme, wenn ich das Fahrzeug wieder raushol. Und ich habe das heute zum Anlass genommen. Hier steht er nämlich. Das ist das Originalfahrzeug und ihr seht schon, jetzt mit H-Kennzeichen. Und ist es nicht das geilste H-Kennzeichen, was man bekommen kann für diesen wunderschönen W124? Für alle, die den Wagen nicht kennen, das ist ein 250er Diesel, auch verschrien als Wanderdüne. Seht ihr in dem Video vorher, das ich noch verlinke, in einem wunderschönen Zustand. Darunter ist der OM602, da schauen wir auch mal rein, gleich. So, ich zeig's euch mal. Wunderschön gepflegt, wie ich finde. Mit 323.000 Kilometern, ich hoffe man sieht's, gerade mal eingefahren. Ja, und ich freue mich, dass er das H-Kennzeichen ohne Mängel bekommen hat. Ich zeig's euch auch mal hier. Hier ist das Gutachten. Ohne Mängel, Begutachten nach 23 StVO ist das H. Und ja, ehrlich gesagt, ich habe ihn nach 4 Jahren einfach aus der Garage geholt, gestartet, er ist angesprungen und freut sich jetzt, dass er fahren darf. Standschäden? Keine. Diese Abdeckung von der Motorhaube innen, da ist so eine Schaumstoffverkleidung, die ist ein bisschen fransig geworden. Aber ansonsten tipptopp. Ich würde sagen, wir schauen noch mal jetzt den Motor ganz kurz an, den OM602, der Ölmotor 602, 94 PS wie gesagt. Lasst mich mal wissen, ob ihr alte Autos cool findet oder ob ihr sagt, nee, lieber modern. Egal, wie gesagt, das hier ist Opas Daimler, der hat so eine spezielle Rolle. Streng genommen ist es ja ein S124, ja? W124 steht ja für Wagen und das S ist die Kombi-Bezeichnung des Kombis, aber der Volksmund sagt immer W124. Was hier alles passiert, geiler alter Benz, Mustang. Ich würde sagen, jetzt schauen wir mal vorne das Herzstück der Wanderdüne an, quasi. Den OM602. Dafür mache ich hier mal auf. Fünf Zylinder, eine Hand voll, 2,5 Liter Hubraum, 94 PS, der OM602. Das ist die Dämmmatte, die sich gelöst hat nach 4 Jahren Standzeit, wie ich sagte. Hier ist ein bisschen Rost zu sehen, aber alles im grünen Bereich. Das Herzstück der Wanderdüne. Und jetzt fahren wir natürlich auch nochmal eine Runde. Eine Sache wollte ich euch auch nicht vorenthalten, bei dem sehr cool, nämlich hier hinten sind nämlich noch 2 Sitzplätze versteckt. Das ist ein 7-Sitzer. Ist das geil? Mit Originalgurt natürlich. Die Sitzbank sozusagen, die kann man hier verstecken. Da ist der CD-Player drunter, deswegen ist es ein bisschen geschützt quasi. Aber irgendwie witzig, oder? Ich meine, für mich ist es viel zu klein. Ich schaue rein. Zwängt aus, aber du hast hier 7 Sitzplätze. Und was auch sehr cool ist, schon 1991 hattest du bei dem hier Soft Close. 1991, über 30 Jahre alt. Jetzt fahren wir eine Runde.